doch eine Klappe, sag mal. Immer. Warte, ich zoome mich mal kleiner. Besser? Ja, jetzt so weit brauchst du ja noch wieder nicht weggehen, dann wirst du ja gleich wirklich alt und scharf. Kannst du das lesen? Was? Na, was da steht. Ach so. Ja, ich versuch's. Warte, muss ich hier. So nicht. Ja, ohne Brille kann ich so nicht lesen. Ja, hallo Bockheide, hallo Welt, da sind wir wieder, der... Matze und? Lutze, hallo. Hallo. Endlich wieder. Wir haben jetzt ein bisschen geschwänzt, glaube ich. Im August haben wir im August ein Video gemacht. Wir hatten irgendwann mal eins gemacht. September haben wir keins gemacht. Haben wir wieder ganz viel. September haben wir nicht geschafft, aber na gut, ist halt so. Manchmal ist es so. Dafür haben wir jetzt wieder ganz viel und uns ein fetten Skript gemacht, damit wir nichts vergessen. Und da fangen wir nämlich gleich mal an. Und zwar, wir fangen an mit Verkehr. Wir haben keinen Verkehr gehabt miteinander. Nein, aber die A9 wird schon wieder gesperrt, und zwar die Abfahrt nach Belitz in Richtung Berlin, und zwar ab 8.10. für 4 Tage. Genau, und vermutlich auch runterwärts von dort kommt. Immer und immer wieder dasselbe. Irgendwie kriegen die das nicht mehr in den Griff, glaube ich. Naja, die müssen jetzt wahrscheinlich, sie haben ja oben die Abfahrt schon bitumiert, aber da müssen die Striche noch drauf gemacht werden dann. Da könnten wir uns ja melden, freiwillig Striche zu ziehen. Als Striche? Mhm. Jo, so, dann nicht zu vergessen, es sind bald wieder Herbstferien, das allerdings noch ein bisschen hin, und zwar ab 21.10. bis 2.10. Das haben wir natürlich 11. heute erfahren, weil... 11. 2.11. 10. Ja, du hast 10. geschrieben, das war der 2.11. Bis 2.11. ja, vom 21.10. Wir hören nochmal auf, wir überarbeiten das Skript nochmal ein bisschen. Und dann nee, wir lassen es jetzt. Also vom 21.10. bis 2.11. selbstverständlich. Ja, aber ich sag dir, das ist so... Herbstferien ist so weit weg von uns, weil wir keine Kinder mehr haben, die zur Schule gehen. Da müssen wir das von außen immer zu erfahren kriegen. Kennst du das hier von Benny Hill? Hör auf jetzt, die ist zu groß, die rutscht mir sonst in die Augen. Mit dem alten Opa gemacht. So, Nachbarschaftshilfe steht da, Matze. Nachbarschaftshilfe, habe ich gemacht heute. Danach war Ruhe, wie man hier im Foto sieht. Dieser Krach ist ja manchmal nicht auszuhalten. Nein, natürlich habe ich mitgeholfen, aber das war ein gestelltes Foto. Aber das hat in dem Moment genau schön gepasst. Hier übrigens auf meiner Mütze steht Lutze, ja. Schiebt die mal ein bisschen hoch, damit ich euch sehe. In Bockheide noch Sauerkrautplatten gibt, ist Wahnsinn. Also. Gelle? So, jetzt kommen wir zu dem Thema, was eigentlich schon lange vorbei ist, aber wir haben es trotzdem noch, weil wir waren dabei gewesen. Das heißt teilweise, du bist mitgefahren, habe ich gehört. Und zwar Stadtradeln. Stadtradeln, ja. Da wurden in Brück mehr als 4-mal so viele Kilometer wie in 2023 geradelt. Und ich kann mit Stolz sagen, ich war mit dabei und habe auch, also mein Jahrespensum quasi wahrscheinlich schon weggeradelt. Ich habe 170 Kilometer geschafft und war im Rennstall Renner, ich glaube am 19. Platz. Die Nicole hatte über 900 Kilometer geradelt, die Ines auch weit oben mit warte mal, ich kann doch hier sogar drauf gucken. Haha, wenn sich die App gnädig zeigen würde, ihr macht gerade ein schwarzes Bild. Na egal wie, gut ein Drittel der Kilometer haben die Kinder der Hans-Grade-Schule in Bockheide erradelt. Ein ganz fettes Lob dafür. Zu verdanken ist dies Ines Renner und für die Kinder die Stempelkarten entwickelt hat, um so den Wettbewerbsgeist zu fördern. Wir lesen ein bisschen aus dem Text vom Anbrück vor. Genau, hat mit viel Begeisterung viele Teilnehmer gewonnen. Danke, Platz 2 bei den Teams und ist das... Was? Platz 2 bei den Teams ist das voriges Jahr siegreiche Rennstall-Renner-Team. Genau, man muss richtig lesen, es steht ja richtig da. Sehr erfolgreich auf dem Platz 3 ist das Team des FSV Brück und auch hier eine tolle Leistung. Gewonnen hat natürlich, wie eben schon gesagt, die Hans-Grade Grundschule mit ganz, ganz vielen Kilometern. Was ist denn hier los? Sag mal. Jetzt kommt. Weiter geht's. Genau. Zur zweiten Tour. Ist pro Kopf nicht weniger als 840 Kilometer gefahren. MF4, also hier kommen noch viele Kilometer, die geradelt wurden. Ich muss sagen, ich fand's gut. Ich war leider ein Wochenende nicht da, sonst hätte ich noch ein paar Kilometer mehr gemacht. Also auch danke an Ines. Wir haben ja vorher schon berichtet, als wir auf dem Sportvereinsgelände gestanden haben, als es losging. Und Lutz, du hast ja hier auch parallel, kannst ja noch einblenden, wie die Runde gestartet ist am Marktplatz. Das ist schon mit durchgelaufen, ja. Wo ist das jetzt hier durchgelaufen? Das habe ich gar nicht gesehen. Genau.
Also es war eine schöne Sache und so viele Kilometer wieder erradelt worden. Ja, wir haben auch immer mehr teilgenommen, aber deine App funktioniert nicht, wie du siehst. Deine App? Vorhin ja, war die noch alles abgeschaltet, da? Das vorbei mit Stadtradeln. Die Geschichte ist gelaufen, da waren natürlich viele diesmal dabei und herzlichen Glückwunsch. Mir ist es leider nicht vergönnt gewesen, da mitfahren zu können, aus gesundheitlichen Gründen. Das kriegst du wieder hin. Aber sonst nehme ich mir so ein Ding hier wie so vorne mit so einer Karre. Da kannst du mich eigentlich mal durch die Gegend fahren. Schneeschieber? Nee, so diese Lastenräder da. Und ich? Ja, und ich sitze vorne drin. Lastenrad? Ja, wäre eine coole Idee, oder? Was meint ihr dazu? So eine großen gibt es noch nicht. Ich, doch, da war der große blaue Bär da mit drin in dem Lastenrad. Der blaue Bär? In dem Lastenrad. Das war kein Bär. Sondern? Das ist hier so eine Seerobbe. War kein Bär? Nee. Aber blau. Das ist der Nobby von der DLRG. Ja, aber blau. Ja. Gut, weil wir gerade bei Ines Renner waren, die macht natürlich weiter wie immer und macht ganz viel. Und diesmal dann kommen wir zu Herzen gegen Schmerzen. Wer nicht weiß, was das ist, jetzt ist zu Danke, spät. Liebe App, jetzt ist zu spät, jetzt ist es da. Herzen gegen Schmerzen, sie nähen kleine Gaben für krebskranke Frauen. Kissen, ja, so Kissen. Antischmerzkissen, genau. Antischmerzkissen, ich weiß gar nicht, ob das hilft, ich habe auch manchmal Schmerzen. Dann lass dir doch mal von Ines auch eins machen. Na, ich habe ja schon mal was gekriegt. Als Bauchauflage. Ja, so eine Bauchauflage, so zum Wärmen, ja. Und zwar Herzen gegen Schmerzen findet diesmal vom 8. bis 9. November in Stahnsdorf am Begedamm 1 statt. Und zwar am Freitag von 16 bis 20 Uhr und Samstag von 10 bis 15 Uhr. Und wer daran teilnehmen möchte, also auch sowas nähen will, der meldet sich bitte bei Ines Renner und ihre Telefonnummer ist die 0170 45 8457. Wir haben es natürlich nochmal mit eingeblendet, damit ihr das auch abschreiben könnt. Gut, und da noch ein Thema dazu. Die Fahrgemeinschaften bilden sich dann auch über Ines teilweise anhand der teilnehmenden Personen. Genau. Das Team Rennstall-Renner hat übrigens 10.045 Kilometer erradelt mit 49 Radelnden und 214 Radelnde der Hans-Grade-Grundschule mit 19.067 Kilometern. Also die doppelte Menge von der Grundschule geradelt, aber auch mit der vierfachen Menge an Radlern. Also so gesehen war das Team Rennstall-Renner auch sehr erfolgreich mit viel weniger Radlern. So kommt das. Soll ich noch ein bisschen die Sendung durcheinander bringen? Nein, jetzt ist Schluss. Jetzt gehen wir weiter. Laternenumzug. Auch diese Information haben wir von Ines Renner bekommen. Findet am 15.11. statt. Und zwar ab 16.30 Uhr. Und der Umzug startet um 18 Uhr. Genau. Und alles weitere dazu. Ablauf, ob es immer so war wie im letzten Jahr oder ob es auch nach dem Rückkehr noch ein Getränk gibt, ist gerade noch in Klärung. Genau, dann kommen wir jetzt zum Waldbad. Da kannst du jetzt mal was säuseln, da kenne ich mich nicht. Saisonabschluss. Mach ich mal das ganz große, das dauert jetzt länger, das Bad ist zu. Ach, toll. Und das war schön bis zum letzten Tag, bis auf den allerletzten Tag, da schien die Sonne. Ich muss sagen, der August hat sich schon ganz schön breit gemacht, wettertechnisch dieses Jahr. Und es war natürlich auch diese Bewerbung über die Google-Rezension, die da plötzlich in der Zeitung kam, dass Brandenburg nach den Bewertungen das beste Bad war. Ja, das hat natürlich auch nochmal zu einem Besucheransturm, sage ich jetzt nicht, aber doch dazu geführt, dass viele Besucher aus der Region hier mal vorbeigeschaut haben. Danke fürs Vorbeikommen. Das ganze Bad ist ehrenamtlich betrieben. Und das darf man da nicht vergessen, auch wenn es dann danach mal die ein oder andere negative Bewertung gab. Ja, wir rufen natürlich gerne dazu auf, Vereinsmitglied zu werden und uns bei der Vereinsarbeit zu unterstützen. Damit, genau. Dass da immer alles rund läuft. Weil auch wir gehen alle größtenteils nebenbei arbeiten und die Rettungsschwimmer sind tagtäglich vor Ort. Die können schon sehr viel machen, aber alles schaffen die auch nicht. Aber wir tun unser Bestes. Genau, so, dann... Was wolltest du mich jetzt abbrechen? Ich wollte noch mal richtig loslegen jetzt. Los, was denn? Ach so. Ja, am 9.10. Übrigens für alle, die am Weihnachtsmarkt, am 14.12. stattfindenden Weihnachtsmarkt im Vereinsbereich oder mit kleinen Ständen teilnehmen wollen. Die erste Weihnachtsmarkt-Zusammenkunft ist am 9.10. um 18 Uhr im Waldbad Burgheide. Da kann jeder hinkommen, der das machen will. Alles, was hier ringsrum, Vereine und kleine Sachen, Kunstgewerbe und was man alles so machen kann, auf so einem kleinen Weihnachtsmarkt, kann sich dort gerne anmelden. Und der Rest wird sich finden. Macht euch bitte vorneweg schon bitte Gedanken. Die Marion schickt ja immer auch schon diese Datei mit rum,
wo die Anzahl an Elektrogeräten und die Kilowattzahl pro Elektrogerät, was unten auf dem Typenschild zu finden ist, aufgeschrieben werden sollte, damit wir auch den ganzen Strom ordentlich berechnen und verteilen können. Nicht, dass wir wieder Stromausfall haben, wenn einer plötzlich 5-mal Waffeleisen anschließt und eins angemeldet hat. Und das funktioniert dann leider nicht. Was ich noch fragen wollte, gibt es da nochmal Arbeitseinsätze? Die wird es geben oder den, je nachdem, wie es aussieht im Bad. Aber wir müssen auch hier darauf warten, dass das Laub runter ist. Und das ist meist erst im Mitte November. Mhm. Und da gibt es dann per E-Mail und auf der Webseite vom Waldbad natürlich eine Information. Genau, dann haben wir noch Informationen vom Waldbad jetzt weg. Und zwar Amt Brück. Ja, das ist da hinten. Im Brück. Das ist da hinten, ne? Und zwar, das geht allerdings schon in den November rein. Und zwar ist in der Zeit vom 4. bis 16. November das Einwohnermeldeamt aufgrund von Systemumstellungen nur sehr eingeschränkt zur Verfügung. In diesem Zeitraum können keine Personaldokumente oder melderechtliche Bescheinigungen ausgestellt werden, keine Anträge entgegengenommen werden. Also wer verreisen möchte und noch dringend Pass braucht, der muss sich jetzt strecken und kann in der Zeit, in diesen 14 Tagen da oder knapp 14 Tagen da nicht hingehen. Also wer kein Dokument hat und hier so Weihnachtsshopping in New York und so und dann keinen Ausweis hat oder Reisepass in dem Fall, jetzt bitte noch agieren. Genau, so. Dann haben wir jetzt das nächste Thema und das ist der Sportverein. Den wollen wir nicht außen vor lassen. Da war ja auch so richtig was los in der letzten Zeit, außer Fußballspielen. Fußball haben wir natürlich hier nochmal ein Video von den beiden neuen Trainern. Das erste Video, was ich gemacht habe, ist ein bisschen leider in die Hose gegangen. Da ist die Stimme weg und zwar von mir und vom Trainer. Ich war ja auch nicht dabei. Ja, keine Ahnung, was da passiert ist. Aber egal, jetzt haben wir natürlich gleich beide Trainer drauf und haben die mal interviewt. Und ihre Meinung zu dem jetzigen Stand der Fußballmannschaft könnt ihr euch gerne angucken. Bitte schön. Fußballsonntag hier in Borgheide. Ich habe jetzt zwei Trainer hier. Einmal habe ich den Ralf, den kennen wir ja schon. Und wir haben den Hannes. Hallo Hannes. Hallihallo. Hannes, du bist Trainer hier auch in Borgheide. Genau, ich habe bis zum in der letzten Saison noch gespielt und habe dann quasi Hartmut abgelöst und bin jetzt der neue Hartmut und bin an der Seite von Ralf quasi der Co-Trainer. Du bist ziemlich groß für Hartmut. Ich bin ziemlich groß für Hartmut, das stimmt. Wie fühlst du dich so als Trainer? Sehr gut, macht sehr Spaß. Gut. Ja, viel Spaß. Also dadurch, dass das im Team mit Ralf super klappt, wir uns gut verstehen, die Mannschaft, das macht, was wir sagen, ist das alles super. Machen Sie das, ja? Heute zumindest. Heute verloren? Ja, leider. Leider? Bisschen unverdient, meiner Meinung nach. Ralf? Hier ein Punkt mit dem Würfel. Wie bewertest du das heute? Ja, ich denke sicherlich, am wenigsten Punkt mit hätten wir mitnehmen müssen. Ist im Moment unser Krux, wenn man das so nah dann ist, dass wir doch in den richtigen Momenten die vielen Torchancen, die wir uns erspielen, einfach nicht nutzen und den Gegner dadurch ein bisschen am Leben lassen. Hartes Wort, aber so ist es nun mal. Und dann kannst du eine gute Mannschaft wie Kleinkreuz heute nicht verhindern, dass die auch mal zu einer Torchance kommen. Und wie gesagt, da müssen wir auch energischer einfach unsere Chancen nutzen, dann denke ich, wäre hier vielleicht sogar noch mehr als nur ein Unentschieden drin gewesen. Letztendlich hat die cleverere Mannschaft hier heute gewonnen. Genau, da waren ziemlich dichte Tore hier, oder fast Tore, aber es ist ja nicht das letzte Spiel, was gespielt wird, und es ist eigentlich das erste verlorene in dieser Saison. Ja. Ja. Ihr habt ja vor, noch mehr zu gewinnen, nehme ich stark an, oder Hannes? Ja, nächste Woche ist ja hier schönes Oktoberfest. Man sieht ja schon ein bisschen was. Ja. Und dann am 3. Oktober ist wieder Pokalspiel. Empfangen wir einen Kreisligisten, Finkenkrug, Falkensee 2. Ja. Und da wollen wir hier den Leuten wieder einen schönen Feiertagsnachmittag bieten. Ja, bewerten wir noch nicht über diese Niederlage hier heute, weil, wie gesagt, das ist erst das vierte Spiel in dieser Saison. Wir gucken, wie es weitergeht, oder? Fußball hat einen großen Vorteil. Man kann in relativ kurzer Zeit so eine Niederlage auch wieder ein bisschen gut machen. Ja. Und das wollen wir jetzt in anderthalb Wochen auf jeden Fall tun. Ja, dann wünschen wir viel Erfolg, dass es klappt und dass wir beim nächsten Pokalspiel wieder gewinnen. Das erste haben wir ja schon gewonnen. Und dann werden wir sehen, wo Borgheide nächstes Jahr zum Ende der Saison liegen wird. Werden wir sehen, ja. Vielen Dank. Ich hoffe, recht weit oben.
Schönen Sonntag euch noch. Schönen Sonntag. Ebenso. Und tschüss, Borgheide. Tschüss, Borgheide. Dann haben wir das Oktoberfest gehabt, da war ich nicht da. Nein, ich war auch nicht da. Und zwar war ich nicht da, weil das hätte ich nicht durchgehalten, da muss ich mal sagen. War wohl recht gut besucht gewesen, so wie ich gehört habe, so um die 500, 550 Gäste insgesamt wohl. Das heißt, es ist schon ganz schön ordentlich dort, glaube ich. Aber es war auch ziemlich kalt, war ja fast an die 0 Grad, waren glaube ich 3 Grad oder so nachts. Und stimmt, das war die eine Nacht, wo so etwas, ja, die Nacht war es übrigens, in der Nacht habe ich aufs Thermometer geguckt am nächsten Tag, das waren 2,4 Grad bei mir. Genau, so, und dann haben wir noch einen Termin zu vergeben, und zwar auch zu vergeben, anzugeben, und auch im Sportverein, und zwar am 12.10. um 14 Uhr ist dort wieder Repair-Café. Da öffnet der Sportverein seine Türen, ja. Da werden wieder die Tische aufgebaut, und alle die, die reparieren können, und auch eine Nähmaschine wird vor Ort sein, stehen, ach, du kannst hier das Bild einblenden. Kann ich da mein Auto hinbringen? Du kannst. Okay. Nicht, hat er gesagt. Doch, natürlich kannst du dein Auto dahin bringen. Es macht nur keiner was damit. Siehst du, das habe ich mir gedacht. Ja, wie gesagt, Bild ist hier, also die Bewerbung des Events. Sportverein öffnet seine Türen für das Event. Das ist sehr schön. Jetzt haben wir fast geschafft, Matze. Ach Quatsch, wir machen das noch länger. Jetzt kommt noch zum nächsten Thema. Und zwar Weihnachtswunschzettel. Ist ja bald Weihnachten. Und zwar im Dezember ist Weihnachten, glaube ich, wie jedes Jahr. Auch dies Jahr wieder plötzlich und unerwartet. Plötzlich und unerwartet ist Weihnachten. Ich würde sagen, hier übrigens Weihnachtsgeschenke und so ein Quark, ne? Und nicht vergessen. Wir wollen uns tatsächlich nicht nehmen lassen, wieder die Weihnachtswunschzettel einzusammeln. Allerdings diesmal nicht an einem Samstag, weil Matze hat gesagt, der hat da keine Lust Samstag. Samstags habe ich nie. Also nie Lust. Und dann machen wir das nämlich am Freitag, und zwar am 6.12. ab 16 Uhr, wie immer, am gewohnten Platz vor der Weihnachtsmantanne auf dem Marktplatz. Nikolausi sammeln wir die Wunschzettel der Kinder ein, also wer sein Kind dorthin bringen möchte. Ich nicht, du nicht, wir nicht. Der Weihnachtsmann, der da vor Ort, der kommt da, genau. Geliefert wird, angefahren, der wird eingefahren. Angefahren wird der. Der wird die Wunschzettel einsammeln. Und liebe Eltern, vergesst bitte nicht, nochmal die Adressen drauf zu schreiben. Genau. Weil die werden weitergeleitet und vermutlich wird sogar der eine, der andere oder alle Briefe, wenn da Adressen drauf sind, auch natürlich beantwortet. Ja, das finde ich total groß. Dass der Weihnachtsmann nicht alle, der muss viel Zeit haben. Ja, doch. Muss ich sagen. Oder seine Wichtel machen das. Wir bereiten die Bühne. Genau. Wir sind natürlich auch. Wir stellen ein Zelt auf und hoffen, dass wieder ein schönes Wetter ist mit wenigstens ohne Regen. Ein bisschen Schneeflocken könnten gerne dabei sein. Das wäre schön. Das hatten wir schon mal so fast, ja. Und für die Wartenden, also wir unterstützen das ja als Borgheide News TV-Team wieder mit einem kleinen Stand und werden dort auch das ein oder andere Heißgetränk, Tee, bereiten für die Kinder und auch den anderen Tee für die Erwachsenen, also für die Kinder den ein bisschen durchsichtigeren Tee und für die Erwachsenen ja mit mehr roter Farbe. Ja, und wir haben halt auch wieder einen Sänger dabei und wie gesagt, letztes Jahr hat uns der Volker unterstützt, ja, weil der Markus ausgefallen war. Dieses Jahr ist der Markus wieder da und wird ein bisschen mit der Gitarre das Ganze begleiten. So er denn gesund bleibt bis dahin, was wir ihm wünschen. Naja, also man muss sagen, man kann ja auch, wie du hier in dem anderen Bild siehst, auch mal durch die Wiesenstreifen und Pilze suchen gehen. Und das, wie man hilft, da auf dem Bild gesehen hat. Ich habe eins gefunden. Bevor wir das vergessen, darum geht es noch gar nicht, Matze. Bevor wir das vergessen, was ganz wichtig ist, möchten wir gar nicht vergessen. Und zwar sammeln wir natürlich in diesem Zusammenhang wieder Süßigkeiten, Kleinigkeiten für die Kinder ein, weil wir denen natürlich immer eine kleine Gabe mitgeben möchten. Also alle Firmen und Privatpersonen, die sich beteiligen wollen, dürfen gerne wieder kleine Weihnachtsmänner, Schoko, Osterhasen zu Weihnachten, wie auch immer. Also meine Frau, die Anne, die macht dann auch die Päckchen fertig. Es waren im letzten Jahr, glaube ich, 86 oder 92 Päckchen und die haben auf den Punkt gereicht. Ich weiß nicht, wer genascht hat, aber ich nicht. Ich habe viere vorneweg schon weggenommen. Ich habe nichts abgekriegt. Nein, aber es hat auf den Punkt gereicht. Also deswegen 86
Beutelchen, Präsentchen mit was drin, das ist schon sportlich. Genau. Das dauert ein paar Tage, die zusammenzubasteln. Ja, also wenn ihr was habt, die Adressen, wo wir wohnen, die meisten kennt's. Ansonsten findet ihr auf unserer Webseite auch unsere Telefonnummer. Genau. Könnt ihr anrufen. Gerne bei Matze oder bei mir abgeben. Nutzen. Über den Zaun werfen. Über den Zaun werfen. Und wir geben das dann an die Kinder weiter, die sich dann freuen, dass sie dann vom Weihnachtsmann eine Kleinigkeit kriegen. Ist immer schön lustig, finde ich. Und natürlich vielen Dank an die Firmen, die uns bisher immer großzügigerweise dafür damit unterstützt haben, weil privat ist das ja eigentlich, Privatleute natürlich auch, selbstverständlich, aber das ist ja privat bei der Menge mittlerweile an Kindern, die dort aufschlägt, fast gar nicht mehr zu stemmen. Aber finde ich gut, wirklich gut. Okay, Matze, jetzt kannst du mit deinem Pilz kommen. Pilzzeit ist immer Ober- und Unterlippe vors Licht geredet. Ja. Und die Stimme weg bei dir fast? Die Stimme ist tatsächlich weg, aber das kommt durch die Chemo. Da könnte ich ein wenig Stimme übernehmen. Wir hören hier mal an, wie der Trainer redet. Ja, der Da ist mein Bass, der kann noch doppelt tiefer als ich im Bass reden. Also da ist schon Stimme dahinter. Du brauchst auch über so einen Platz, musst du ja auch Ansagen machen können. Jo, so, das war's eigentlich mal wieder. Jetzt kann ich mich um den Schnitt kümmern. Dauert auch noch eine Weile. Höchstwahrscheinlich. Ja, die ist zu klein, die Schere dafür. Das funktioniert damit nicht. Hat mal wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, euch gefällt's. Könnt ihr gerne mit einem Like beziehungsweise mit einem Abonnement von unserem Kanal euch bedanken dafür. Und wir sehen uns immer mal da oder mal da in Borkheide, im Waldbad, im Sportverein. Genau. Und überall. Bis dahin sagen wir jetzt Tschüss. Ja, wir sagen jetzt Tschüss. Nö, ach komm, jetzt sind die Eimer hier dran. Jetzt lassen wir die einfach hier dranhängen. Die zweite Weihnachtsmarkt-Besprechungsrunde im Waldbad Borkheide, wer es zu der ersten Runde nicht schafft, ist übrigens am 6. November, 18 Uhr. Da ist die zweite Besprechung. Also wer bei der ersten und bei der zweiten nicht dabei war, der... Das ist die dritte dann, oder was? Nein, da gibt es keine dritte. Der sollte sich dann irgendwie mit unserem Marion dann direkt verabreden, weil sonst gibt es keinen Stand. Okay. Fällt mir jetzt gerade noch so ein als Termin, falls wir bis dahin keine Sendung mehr haben. 6. November ist die zweite Veranstaltung. Und wann ist Weihnachtsmarkt? 14.12., sagte ich vorhin bereits. Hast du nicht aufgepasst? Habe ich nicht zugehört. Weil du nie zuhörst. So, jetzt ist aber wirklich Schluss. Ich muss das alles noch schneiden. Also, bis später. Wir sehen uns wieder. Spätestens, ich hoffe doch im November mit dem nächsten Video. Tschüss, sagt der Matze und Lutze. Und tschüss. Tschüss.